Nichts erfordert mehr Charakter, als sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen, nein, so kurz Tucholsky. Unter dem Pseudonym Peter Panther schrieb. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ulrike Strauß. Und ich freue mich sehr, Sie so zahlreich zu unserer zweiten Veranstaltung zum Thema Hartz IV und bedingungsloses Grundeinkommen begrüßen zu dürfen. Wir, das ist die Arbeitsgemeinschaft Bedingungsloses Grundeinkommen hier in Kassel, die Ihnen heute mit freundlicher und tatkräftiger Unterstützung des Anthroposophischen Zentrums Frau Inge Hannemann präsentiert. Frau Hannemann hat im Jobcenter in Hamburg gearbeitet. Sie wurde von ihrer Arbeit suspendiert, weil sie das Hartz-IV-System kritisierte und die Bundesagentur für Arbeit aufforderte, die entwürdigende Sanktionspraxis von Hartz IV zu beenden. Dafür erhielt sie vor kurzem den Publikumspreis der Zeitschrift Hartz. Damit sind wir wieder bei Tucholsky, dem Panther-Preis für Zivilcourage. Wir freuen uns sehr, dass Ihnen Herr Hannemann bei Ihren vielen Vorträgen und Auftritten Zeit für uns gefunden hat und nun hier in Kassel ist. Sie wird uns von Ihrem Alltag im Jobcenter berichten, von dem Druck auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von den sehr einschränkenden Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit und den zum Teil existenzbedrohenden Auswirkungen für Leistungsempfängerinnen und Empfänger. Ihr Vortrag ist überschrieben mit dem Titel Jobcenter im Wandel. Das Grundeinkommen, Illusion oder Vision? Und hier schließt sich der Kreis zum Engagement unserer Arbeitsgemeinschaft. Ist das bedingungslose Grundeinkommen eine Alternative, weil es Nein zu unzumutbaren Arbeitsplätzen ermöglicht? Doch bevor ich Frau Hannemann zu ihrem Vortrag bitte, noch eine Ansage in eigenem Interesse. Wir, die Arbeitsgemeinschaft Bedingungsloses Grundeinkommen, sind auf Spenden angewiesen, weil wir alle Aktionen ehrenamtlich und aus eigener Tasche finanzieren. Mit ihren Spenden heute soll nach Abzug der Unkosten auf Wunsch von Frau Hannemann der Landesverband Volkssolidarität in Berlin unterstützt werden. Der Verband setzt sich für durchdachte Vorschläge gegen Sozialabbau und Rentenkürzungen, für eine gerechte Finanzierung der sozialen Systeme und eine stabile Gesundheitsversorgung ein und wurde auch für den Panther-Preis nominiert, ging aber leer aus. Und zu guter Letzt, wir machen wieder eine Pause und es steht Ihnen aus Solidarität mit den Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfängern unsere guten Euro-Kekse und das gute Kasseler Wasser zur Verfügung. Außerdem möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir noch Unterschriftenlisten für die EU-Petition draußen ausliegen haben und es gibt wertvolle Informationen an unserem Büchertisch. Und jetzt Frau Hannemann, bitteschön. Guten Abend. Danke für die Einladung. Nein, ich war noch nie in Kassel. Außer zum Umsteigen. Ne? Ich steige immer in Kassel Wilhelmshöhe um. Auf meinen Touren. Aber mehr kenne ich leider nicht. Ich habe leider auch nicht morgen Zeit, mal Kassel anzugucken, weil ich aufgrund der Bundestagswahl und aufgrund dessen, dass die FDP rausgeflogen ist, was mich jetzt nicht so traurig stimmt, tatsächlich morgen nach Berlin muss. Ja, ganz kurzfristig und auch noch wegen aller Notfall und auch wegen Medien und solche Sachen. Deswegen muss ich jetzt 2 Tage bei Ihnen noch einschieben. Ja, okay. Das Mikrofon ist für
Kanal. Ich versuche lauter zu sprechen, ja. Ich werde immer gefragt, wie es mir geht. Mir geht's gut. Ja, und die Leute sagen auch, du siehst auch wieder besser aus als vor jetzt 6 Wochen. Das liegt daran, ich habe wieder zugenommen. Ich hatte am Anfang sehr extrem abgenommen. Das lag aber eher an der hohen geistigen Tätigkeit. Und ich bin ja auch eine Sportlerin. Und ich habe jetzt den Sport reduziert. Ja, und seitdem ist es ein bisschen besser. Ja. Nein, ganz wichtig ist, mir geht es psychisch gut. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig. Trotz aller Diffamierungen, die ich von Seiten der BA erhalte, auch natürlich von meiner Jobcenterzentrale, auch Beschimpfungen aus sämtlichen Kreisen, also nicht nur jetzt BA, sondern auch natürlich Erwerbslose beschimpfen mich, Mitarbeiter beschimpfen mich, zum Teil natürlich Kommentatoren, ja, bei Artikeln, wobei das lese ich gar nicht mehr viel. So, und dann bekomme ich natürlich auch, ist auch kein Geheimnis, Bedrohungen, also gegen meine Person, als auch gegen meine Familie, es wird gestalkt zum Teil. Aber nichtsdestotrotz, das wusste ich vorher, das war ja klar, ich bin darauf vorbereitet gewesen, ich habe mich darauf vorbereitet, intensiv. In Hamburg habe ich inzwischen 2 Bodyguards, Ehrenamtliche, die brauche ich nur anrufen und die begleiten mich in Hamburg zu Veranstaltungen, was leider auch Not tut zum Teil, also gerade in Hamburg. Aber ansonsten kann ich mich immer noch gut frei bewegen. Aber es war interessant, als ich heute in der Bahn saß, stieg in Hannover SPDler ein und die haben sich an meinen Tisch gesetzt und ich hörte dann so, wie sie über die Bundestagswahl diskutierten und über ihr Team, ich sage jetzt nicht den Abgeordneten, wo ich dachte, na jetzt muss ich aber doch mal meine Musik ausmachen und ein bisschen intensiver hören. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Also ich hatte mit denen auch ein Gespräch. Ich habe mich dann eingeklinkt über die Bundestagswahl, aber natürlich auch speziell SPD. Und es war ein sehr sachliches, fachliches Gespräch. Aber leider war es so, dass das Thema Arbeitsmarktpolitik, speziell Hartz IV, auch bei denen leider kein Thema war. Also sie haben mich erkannt, sie wussten, wer ich bin. Fragten gleich, na, wo gehen Sie heute wieder hin zum Vortrag? Ja, lassen Sie mal die SPD raus. So, und, aber es war trotzdem ein nettes Gespräch. Ich war nur sehr enttäuscht, dass auch in Hannover das überhaupt kein Thema ist. Ja? Und genau an dieses Team habe ich auch diverse E-Mails geschrieben vor der Wahl betreffend Sanktionsmoratorium. Wir wollten sie unterstützen. Wir hatten auf Facebook einen Flashmob aufgerufen zur Unterstützung für das Aktionsmoratorium, um die SPD und die Grünen dort zu unterstützen. Ich habe nie eine Antwort bekommen. Ich glaube sonst auch keiner, wie ich hörte. Das habe ich denen natürlich auch heute an den Kopf geworfen. Sie guckten dann etwas betreten auf den Tisch. Ja, also sie kannten die E-Mails. Gut, ich habe übrigens natürlich auch, ich kann ja dann doch nicht Ruhe lassen, ne? Auch an die SPD in Hamburg gestern. Und ich habe auch innerhalb von 5 Stunden eine Antwort bekommen. Und ich habe gefragt, wie Sie denn die Große Koalition jetzt sehen. Ne? CDU, SPD und dann meine Bedenken gesagt, dass sie untergehen werden neben der Merkel, wie alle anderen auch. Dass eine Politikblase entstehen könnte. So, und man hat mir zugestimmt. Ich war ganz erstaunt. Also selbst die SPD in Hamburg schrieb dann, das ist auch nicht unser Wunsch. Ja, und fand ich gut. Ja, so. Immerhin haben sie geantwortet. Zuvor haben sie irgendwie nicht geantwortet. Ja, warum stehe ich hier? Warum mache ich die Vorträge? Einmal, weil ich merke, die Leute wollen mich sehen, tatsächlich. Ich brauche aber auch Multiplikatoren. Und ich möchte das, was ich zum Teil auf dem Blog geschrieben habe, wobei ich habe noch gar nicht alles geschrieben, auch einfach mal persönlich auch überbringen. Mit meinem Kampf in Anführungszeichen, ja, ich kämpfe ja für etwas, für eine Verbesserung, ist nicht fertig, ist ganz klar. Ich sage auch immer, nach der Wahl ist vor der Wahl.
wobei der BA-Vorstand intern eine Videobotschaft an die Mitarbeiter geschickt hat, wo er davon spricht, es gibt jetzt, das war noch vor der Wahl, ein paar besonders mutige Menschen aufgrund der Wahl, die an die Öffentlichkeit gehen, wo ich dachte, naja, nach der Wahl aber auch. Also ist noch lange nicht fertig. Ich glaube, ich habe noch nicht mal ein Drittel aufgedeckt bisher. Die Medien, mit denen arbeite ich ja sehr eng zusammen, mit vielen verschiedenen. Nicht, weil ich jetzt ein Lieblingsmedium habe, sondern damit es einfach bundesweit verteilt wird, damit ich alle erreicht. Und das geht es mir. Außer Bild, ja, die verweigere ich. So, und die Medien bleiben weiter dran an der Geschichte, das ist klar, oder überhaupt an Geschichten. Nur, die Medien haben immer ein Problem, die wollen immer alles. Die wollen alles sofort. Ja, alle Unterlagen, wo ich sage, mit Sicherheit nicht. Ja, den Fehler mache ich nicht. Ihr kriegt den packen und müssen aber erstmal aufbereiten und das erklären und so weiter. Ich muss aber den Medien zugutehalten, dass sie sehr bemüht sind, auch gut zu recherchieren. Also schreiben ja viele Medien, von denen weiß ich gar nicht, auch über mich, was ich dann hinterher zugetragen bekomme. Und wenn es aber nicht um mich geht, dann rufen sie mich an oder schreiben mir eine E-Mail. Ja, und stellen Fragen, um das richtig auch darzustellen. In der Regel klappt das, finde ich, ganz gut. Also ich würde sagen zu 70-80%, und das finde ich sehr beruhigend. Ja, da gebe ich natürlich auch weiterhin gerne Auskünfte. Oder dann schicke ich auch entsprechende Unterlagen, wo das dann einfach besser erklärt wird. Gut, die zweite Frage ist immer, ja, Inge, warum bist du an die Öffentlichkeit gegangen? Du hättest ja auch deinen Job weitermachen können, wie die letzten 8 Jahre. Hätte ich, aber ich wollte nicht. Ja, dass ich suspendiert werde, habe ich schon viel früher erwartet. Ich war erstaunt, dass das erst dieses Jahr kam, weil unter Vollkontrolle stehe ich schon seit 2 Jahren. Ja, Vollkontrolle ist das, man sagt immer, das Schlimmste, was einem passieren kann im Jobcenter. Da wird nämlich das Telefon abgehört, es wird die Telefonliste abtelefoniert, wenn man angerufen hat, es wird im System geschaut, bei mir wurde auch in den Schreibtischschubladen nachgesehen. Ich hatte auch immer gerne die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes an meiner Pinnwand hängen, waren dann abgehängt, ja, so, solche Sachen. Dann habe ich ja letztes Jahr eine Studie erstellt über negative psychische Auswirkungen durch Hartz IV. Die hatte ich auf dem Tisch liegen, auch die sollte ich runternehmen, wo ich dann mal fragte, hast du die überhaupt gelesen? Ja, der Titel ist ja schon negativ. Ja, der besagt ja schon, Hartz IV macht krank, wo ich sagte, naja, dann lies doch mal, ne? Aber Hartz IV macht trotzdem krank. Ja, so, und ich habe es dann aber liegen gelassen, solche Sachen. Und ich nenne das schon immer auch ein bisschen Mobbing. Ja, oder wenn ich krank war, dann wurde ich nicht vertreten. Ja, also meine jungen Leute sind dann gekommen und hatten kein Gespräch. Dann wurden sie wieder nach Hause geschickt zum Teil, weil ich halt krank war oder Urlaub hatte überraschenderweise. Und ja, und das sind dann so Sachen, wo ich dachte, okay, so beginnt das erste Mobbing, mal gucken, wie es weitergeht. So, aber ich denke immer, Menschen, die mobben, sind relativ schwach. Ja, das müssen sie nicht mobben. So, und ich habe dann auch mich dagegen gestellt und hatte auch da kein schlechtes Gewissen. Der Druck, den hatte ich schon vor 2 Jahren, den hatte ich schon vor 3 Jahren. Nur habe ich immer gedacht, ich muss das alles ein bisschen mal noch beobachten, ich muss noch ein bisschen sammeln, auch die Historie auch sammeln, wie sich was entwickelt, gerade die Sanktionspraxis. Das ist eine unwahrscheinliche Entwicklung innerhalb der Jobcenter. Aber auch die Eingliederungsvereinbarung, dann kam das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Existenzminimum. Da habe ich sehr lange gebraucht, um das zu verstehen. Das Urteil ist ja nicht so schwer zu verstehen, aber die Kommentare dahinter, ja, die seitenweise Kommentare. Und dann habe ich auch immer gedacht, ich muss noch ein bisschen einfach nur beobachten. Ich hatte mir aber mal, ich glaube das war 2009 oder so, eine Auszeit genommen, weil ich merkte, ich stehe kurz vorm Burnout, wie viele meiner Kollegen auch. Es betrifft immer beide Seiten, das ist ganz wichtig.
Ja, die Erwerbslosen sind betroffen, aber auch die Kollegen sind betroffen. Und da habe ich gedacht, nee, ein richtiges Burnout kannst du dir jetzt nicht leisten. Habe mir eine unbezahlte Auszeit genommen, habe mir Frankreich angeguckt, dort das Arbeitsamtssystem, mit den Gewerkschaften gesprochen, habe im Blick hier am Arbeitsmarkt in Frankreich gearbeitet. Ich musste ja trotzdem irgendwie Geld verdienen. Ich war in Großbritannien. Die sind uns ja immer einen Schritt voraus, leider. Habe mir dort das System angeguckt, das Elend außerhalb von London. Dort mit Mitarbeitern gesprochen, mir auch das System erklären lassen, damit ich weiß, was auf uns zukommt. Auch dort im Blick hier am Arbeitsmarkt gearbeitet, im Servicebereich. War auch eine sehr interessante Erfahrung. So, und habe dann, als ich wieder zurück war in Hamburg, als Dozentin wieder gearbeitet, mit Genehmigung auch meines Arbeitgebers. War von den Bildungsträgern dort eingeladen worden, auch als Dozentin. Ich war ja vorher auch über 10 Jahre als Dozentin tätig. Wirklich mit dem Ziel, die Erwerbslosen über ihre wirklichen Rechte aufzuklären. Ja, also wir haben in Hamburg einen sehr, sehr guten Bildungsträger, muss ich sagen, der da sehr, sehr offen ist für und der auch Leitfaden erstellt hat, wie die Erwerbslosen sich verhalten sollten. Also als Beispiel, was ich ja auch immer sage, geht nie allein ins Jobcenter, immer mit Beistand, ganz wichtig. Wenn der Beistand auch ein paar Rechtskenntnisse hat oder zumindest das SGB II kennt, das Sozialgesetzbuch 2, ist es gut, sehr hilfreich. Aber oftmals reicht schon einfach eine mentale Begleitung. In Studien hat man auch festgestellt, dass die Mitarbeiter dann freundlicher sind, sie sind sachlicher und sie sind großzügiger. Ich finde, das sagt schon sehr viel aus. Darf eigentlich nicht sein, ist aber leider so. Ja, deswegen unbedingt mit Beistand. Dann geben Sie auch Tipps, zu wie man Widerspruch schreibt, ja, in welcher Frist, wie man das machen sollte, wenn man das nicht selber schreiben sollte, dann, wo es in Hamburg Rechtsstellen gibt. In Hamburg gibt es dann keinen Beratungsschein, wie in anderen Bundesländern, sondern da muss man gleich die Prozesskostenhilfe beantragen. Das macht es immer noch mal ein bisschen schwieriger. So, und naja, auf jeden Fall, der Bildungsträger wollte, dass ich dort die Erwerbslose aufkläre. Das habe ich dann auch viele Monate dort gemacht. War schön und auch dort die Dozenten unterrichtet, geschult. Ja. Gut, ich wollte mir Luft verschaffen jetzt mit der Öffentlichkeit, also erstmal mit meinem kritischen Blog. Der haut ja schon von Beginn an ganz gut rein. So, und dann war natürlich der Höhepunkt der Brandbrief Ende Februar. Wo ich ja von den Toten schreibe, Geschädigten und Geschändigten. Harte Worte, ich weiß, man kann dann natürlich über die Loyalität zum Arbeitgeber zweifeln, war mir auch klar, aber es ist offiziell ein Brandbrief, und dann darf ich auch so schreiben. Ja, und da war ich ja zornig. Ja, ich fühlte in dem Moment, als ich den geschrieben habe, es gibt keinen Ausweg innerhalb der Jobcenter. Ja, ich kann intern machen, was ich will. Ich habe ja intern versucht, die Kritik anzunehmen. Ich habe Skripte geschrieben für andere Kommunikation, für andere Gesprächsabläufe, für andere Aufteilung, ja, innerhalb der Zeit mit den Erwerbslosen. Und wurde immer abgelehnt, wurde gar nicht angenommen mit der Begründung, Frau Hannemann, Sie überschreiten jetzt Ihre Kompetenz. Ja, wo ich immer sage, ich überschreite mit Sicherheit nicht meine Kompetenz, weil ich seit 15 Jahren Konzepte schreibe. Ja, so, und da habe ich dann an dem Tag gemerkt, ich komme intern nicht mehr weiter. Keiner will mich hören. Es ist egal, wohin ich schreibe, ich kriege nie eine Antwort. Ich habe aus dem Jobcenter herausgeschrieben an die BA, damit die sehen, es ist intern, auch keine Reaktion. Ich habe versucht anzurufen, kein Rückruf. Und als ich den geschrieben habe, ging es mir gut. Und ich dachte so, jetzt habe ich irgendwelche Emotionen da abgeladen, bin dann wieder joggen gegangen und anschließend habe ich ihn ins Netz gestellt. Dass danach natürlich die Suspendierung erst recht folgte, war klar. Gut, ich bin übrigens immer noch suspendiert, noch keine Kündigung. So, am 22. November geht das Hauptklageverfahren weiter. Mein eigentlicher Arbeitgeber, die Stadt Hamburg, hat jetzt Gesprächsbereitschaft gezeigt, als auch die Jobcenterzentrale
für eine andere Tätigkeit. Aber welche sagte man ja nicht. Das bedeutet, es wird wohl in Kürze einen zweiten Gerichtstermin geben, also Gütetermin. Ja. Ich bleibe dabei, dass ich sage, jawohl, ich bin gesprächsbereit im Rahmen des SGB II. Weil suspendiert worden bin ich aufgrund meiner kritischen Äußerungen, nicht aufgrund von arbeitsrechtlichen Gründen. Das ist bis heute nicht bewiesen. Ja. Und der Wortlaut der Suspendierung sind auch die Zitate aus meinem Blog. Die haben meinen Blog zitiert. Und ein Grund ist auch, dass sie daran zweifeln, dass ich in Zukunft das SGB II rechtskonform umsetzen werde. Und sie wollen mich aber auch schützen, weil ich ja nach meiner Meinung tagtäglich gegen das Grundgesetz verstoßen muss, wenn ich da arbeite. Und das will man mir nicht zumuten. Als ich die Suspendierung überreicht bekam, persönlich, war ja eine Rechtsbegleitung von Verdi dabei. Und wir haben wirklich auf die zwei Herren eingesprochen und haben gesagt, es gibt ein Politikum jetzt, was sie hier machen. Ja, das ist doch klar, dass wir das veröffentlichen. Bringen sie arbeitsrechtliche Sachen rein. Ja, aber die Herren wollten nicht hören. Also mehr können wir auch nicht tun. Gut. Ich lese Ihnen mal was vor. Seit ich 40 bin, brauche ich eine Lesebrille. So. Leider zu spät. Der Bundesrechnungshof bringt es ebenfalls auf den Punkt. Ein paar Tage später. Der Bericht landet über den Spiegel in der Öffentlichkeit. Das hätte nicht sein müssen, hätte man auch die Personalvertretungen gehört. Der Vorstand, Beruhigung des Personals. Der Vorstand und der Geschäftsführer der Regionaldirektion schreiben sinngemäß, wir sind doch dran, bleibt ruhig. Zwischenfrage. Gut Ding will Weile haben oder was? Ausgehend vom ersten Brief des Hauptpersonalrats, der sitzt in der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg, in 2009 bis heute sind circa 4 Jahre vergangen. Über 5 Jahre ohne Lösung. Wenn man die ersten Kritikansätze der Personalräte betrachtet. Langsam war es nur die Deutsche Bahn im Winter. Jeder Mitarbeiter, der so arbeitet, hätte schon längst Konsequenzen gespürt. Das war ein Schreiben im Juli vom Personalrat der Agentur für Arbeit in Hannover. Also da ist mein Brandbrief noch gar nichts dagegen. So, ich lese Ihnen jetzt mal aus einem internen Brief an die Mitarbeiter etwas vor. Als Vorstand wollen wir, dass in ihrer täglichen Arbeit der Mensch im Mittelpunkt steht. Die guten Zahlen der Vorjahre sind das Ergebnis dieser Arbeit. Wir sind überzeugt, dass Sie alle diese Auffassung mit uns teilen. Ohne eine Zielsteuerung wären die Erfolge, auf die Sie stolz sein können, nicht möglich gewesen. Die Arbeitslosigkeit ist seit 2005 um rund 2 Millionen gesunken. Die BA konnte eine finanzielle Rücklage aufbauen, die im Jahr 2008 rund 17 Milliarden Euro betrug und wesentlich zur Abfinderung der Wirtschaftskrise beigetragen hat. Die BA wird dieses Jahr einen Verlust von 1 Milliarde Euro machen. Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung sind von 6,5 auf 3% mehr als halbiert worden. Unsere Kunden geben uns regelmäßig eine gute Rückmeldung. Genau, das ist ein typischer Wortlaut von Seiten der Bundesagentur für Arbeit an die Mitarbeiter. Dieser Brief kam raus, nachdem der Spiegel die Kritik gebracht hat über das Ergebnis des Bundesrechnungshofs. Ja? Die E-Mail war abends so kurz nach 19 Uhr bei den Mitarbeitern im Postfach. Was mich an diesen E-Mails immer erschreckt, ist der Satzbau. Ja, ist egal, welche E-Mail ich nehme, welche Videobotschaft ich nehme, es ist immer dasselbe. Genau, der Mensch steht im Mittelpunkt und dann kommen immer die alten Erfolge. Ja, es wird aber nicht erwähnt, dass zwar von mir aus die Arbeitslosigkeit gesunken ist, aber die Aufstocker, der prekäre Arbeitsmarkt, der Niedriglohnsektor, ja, Menschen, die in Minijobs sind, dass das um ein Vielfaches gestiegen ist, das wird eben nicht erwähnt. Ebenso wird auch nie erwähnt, dass die Zeitarbeit ein Plus
von 270% seit 2007 hat. Ja, das bedeutet, jede vierte Arbeitsstelle vermitteln wir in Zeitarbeit. Das ist auch ganz einfach, das müssen wir auch. Ja, Zeitarbeit ist primär das wichtigste Thema. Ist egal, ob im Jobcenter oder in der Agentur für Arbeit. Die Mitarbeiter erzählen genau dasselbe. Ist ganz einfach auch begründet. Heute haben wir Mittwoch. Wenn ich heute jemand in Zeitarbeit schicke und er fängt morgen an, hält durch bis Freitag, ja, oder dann kommt er am Montag wieder, dann habe ich eine Vermittlung. So, guter Arbeitsvermittler. So, am Montag kommt er wieder und dann sage ich, okay, das war nicht, hat irgendwie nicht gepasst, aus irgendeinem Grund. Nächste Zeitarbeitsfirma. Er geht am Dienstag hin, beginnt am Mittwoch zu arbeiten, meine zweite Vermittlung. Ja, Sie merken, ich habe eine Person und kann vermitteln und vermitteln. Und jedes Mal zählt das, ist das eine Vermittlungsquote. Also intern sagen wir dazu Integrationsquote. Die Quoten sind vorgegeben, bereits im Vorjahr für das ganze folgende Jahr. Wenn ich habe jetzt die aktuellen Zahlen für, also bis Ende August, demnach hat das, also von allen Jobcentern, demnach hat das keiner erreicht, die Vermittlungs- oder Integrationsquoten. Auch wenn es immer heißt, wir vermitteln so gut. Fand ich sehr interessant. Gleichzeitig werden auch schon immer die Zahlen vorausgesagt, was die einzelnen Kommunen oder Regionen ausgeben dürfen an Regelleistung, also Geld zum Leben, als auch an Mietkosten. Das bedeutet, das Ministerium für Arbeit und Soziales in Berlin als auch das Ministerium für Finanzen klamüsern schon aus, wie viel Geld da ist für das folgende Jahr. Und man kann beobachten in den Listen, ich habe sie mir also tageweise angeguckt, und die Kosten, die sinken Monat für Monat, gerade bei den Mietkosten, obwohl wir im Grunde genommen nicht weniger Meldungen haben, Neumeldungen. Ja, die BA geht selbst in den Zielvereinbarungen, es geht ja immer um die Diskussion der Zielvereinbarungen, von diesem Jahr 1,7% mehr Neubewilligungen aus. Das heißt, wir haben mehr Neubewilligungen als im Vorjahr und trotzdem müssen diese Kosten gesenkt werden. Wie kann das gehen? Ist ganz einfach. Ich kann nur Kosten senken, wenn ich das Geld kürze in Form von Sanktionen oder indem ich Qualifizierungen, also wirkliche Qualifizierungen mit Bildungsgutschein verweigere oder indem ich überhaupt die Leistung verweigere. Auch diese Fälle haben wir. Ja, da wird einfach mal salopp gesagt, Sie haben keinen Anspruch. Ohne wirklich zu überprüfen, hätte der Mensch vielleicht einen Anspruch. Ja, da wird nur abgefragt, wie viel verdienen Sie, was kostet Ihre Wohnung, okay, Sie sind drüber. Es wird aber nicht geguckt, ob er jetzt wirklich einen Freibetrag hat, was er noch absetzen könnte, dann wird die Zahl nämlich ganz anders aussehen. Dafür sind wir gar nicht geschult. In der Regel macht das die Eingangszone und die Menschen, die glauben das und ziehen wieder ab. Ja, und denken, naja, das ist ja hier Mitarbeiter, der muss das ja wissen. Also wird das stimmen. Die Zahlen, oder es sind ja um die 4 Millionen Menschen, die sich gar nicht melden aus Scham, ja, oder wirklich aus Angst, oder weil sie eben denken, naja gut, ich bekomme es sowieso nicht. Ja, also die Zahl wird immer ganz vergessen. Und die Sanktionspraxis. Ein Thema, was mir immer schon Bauchschmerzen gemacht hat, weil ich sage von Anfang an, das wenige Geld, am Anfang waren es ja 354 Euro, dann waren es 384, jetzt sind wir bei 382, nächstes Jahr gibt es ja 8 Euro mehr. So, und wo ich immer denke, wieso soll ich Geld kürzen von Geld, was im Grunde genommen gar nicht da ist, was den Menschen sowieso nicht reicht. Ich hatte Erwerbslose, die sind damit gut zurande gekommen. Ja, das gibt es auch. So, aber die Mehrheit, muss man feststellen, kommt damit nicht zurecht. Insbesondere, wenn Kinder da sind. Natürlich gibt es für die Kinder auch Geld, aber Kinder sind sehr teuer und der Witz ist, dass die Kinder viel weniger Geld bekommen. Ja, und ich selbst habe ja auch eine Tochter, also jetzt nicht mehr, die ist schon alt, 23. Ja.
Und ich hatte immer den Eindruck, je älter das, dieses Team oder größer wird, desto teurer wird sie. Ja, so. Und ich bin mit den rund 250 Euro, was die Menschen ja kriegen, kaum ausgekommen. Ja? Also ein paar Schuhe mal und dann wachsen die und dann machen die den Schub. Und, ja. Wo ich dachte, das funktioniert nicht. Dann habe ich Fälle erlebt von Erwerbslosen, die wirklich durch diese Aktion die Obdachlosigkeit betrieben wurden. Die verzweifelt waren. Die bei mir saßen und gesagt haben, Frau Hannemann, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, so, und ich kann jetzt auf der Parkbank schlafen, ich kann bei Freunden schlafen. Und ich dann sagte, naja, jetzt gucken wir uns erstmal die Sanktion an. Ich habe ja immer die schwierigen Fälle bekommen von meinen Kollegen. Ich hatte nicht wie die meisten meiner Kollegen festen Stamm, sondern das hat sehr rotiert zum Teil. Und in der Regel waren sie sanktioniert, diese Menschen, und eben auch bis zu 100% sanktioniert über dann 3 Monate. Und ich habe da festgestellt, wenn ich mir die Sanktionen so angucke, ja, ich konnte alle zurücknehmen, weil einfache Formfehler drin waren. Ja, es war dann ärztliches Attest vorhanden, was nicht anerkannt wurde. Es war ein fachärztliches Attest vorhanden, dass der Mensch gar nicht momentan leistungsfähig ist. Ja, wegen psychischen oder körperlichen Gründen. Da darf man noch nicht mal eine Eingliederungsvereinbarung machen. Und trotzdem wurde sie gemacht und aufgrund dessen sanktioniert. Ja, und, oder ist das möglich? Wie ist das möglich, wenn ein Attest vorliegt? Eben, wie ist das möglich? Es ist nicht möglich. Ja, und das ist das, wo ich sage, es ist diese Willkür. Ja, es ist dieses, wo auch die Richter ja dann jede zweite, dritte Klage haben, es ist jede vierte Klage, unsere Arbeit erledigen, weil die feststellen, die Sanktion ist nicht gerechtfertigt. Was wir im Grunde genommen schon vorher festzustellen haben. Ja, und gar nicht sanktionieren dürfen oder spätestens die Widerspruchsstelle, die Rechtsstelle. Aber man sagt sich, ja, die meisten klagen eh nicht, davon geht man aus. Ich sage immer, Leute, geht klagen, wenn ihr die Kraft habt, ja. Wenn ihr Prozesskostenhilfe kriegt, weil eben vieles doch nicht so stimmt. Und, aber ich habe dann immer gedacht, das kann es nicht sein. Ja? Wieso werden die Menschen so in diese Not getrieben? Ich habe da versucht, mit den Kollegen zu sprechen, die privat ganz tolle Kollegen sind. Ja? Und aber im Rahmen des Jobcenters einfach linientreu, bezeichne ich das immer, nach dem Sozialgesetzbuch 2 hantieren. Und ich immer sagte, wir müssen das gar nicht so streng sehen. Und so ist es. Wir haben keinen Ermessensspielraum, ob wir sanktionieren oder nicht. Das ist korrekt. Ja? Wir haben aber einen Spielraum, und das ist für mich ein Unterschied, weil es keine Weisung gibt, wann wir zu sanktionieren haben. Es steht nirgendwo drin, wir haben sofort zu sanktionieren. Ja, es steht nur drin, dass wir drauf eben gucken sollen, wenn einer nicht zum Termin kommt, keine Krankmeldung bringt, ist nicht kein wichtiger Grund vor, dann soll man die Anhörung rausschicken und dann entsprechend sanktionieren, wenn der Gegenbeweis nicht kommt. Ich habe, das sind über 130 Seiten, die Sanktionsregeln, x-mal durchgelesen und immer geguckt, steht da irgendwo drin, sofort, sofort, sofort. Nein, es steht eben nicht sofort drin. Es steht nur drin, dass nach 6 Monaten die Sanktion keine Gültigkeit mehr hat. Und das ist der Spielraum, den ich durchaus auch genutzt habe. Übrigens andere Kollegen auch. Ja, also ich kenne ganz viele empathische Kollegen, die genauso gearbeitet haben wie ich, aber heimlich. Immer mit der Hoffnung, sie werden bei der internen Revision nicht erwischt. Ja, und wenn wir wussten, es ist interne Revision, dann wurde halt mal schnell nachsanktioniert. Ja. Weil wenn was, ich sag mal, im System gesehen wurde, was wir falsch gemacht haben, hat das leider eine Auswirkung für die Beurteilung. Ja, und nur eine gute Beurteilung kann nachher zur Teamleitung führen und zum Standortleiter oder nach Nürnberg oder in der Regionaldirektion. Ja, wenn sie nicht so gut ist, dann bleibt man immer Arbeitsvermittler der fallenden Menschen. Gut, also das habe ich genutzt. Ich habe versucht, mit den Kollegen auch zu reden, wo es dann wirklich hieß, wieso, da steht im SGB 2. Dann sage ich, wieso, springst du raus dem Fenster, wenn ich dir das sage. Ja, so, und, aber es irgendwie
vielleicht war ich zu krass, ich weiß es nicht, ja, kam es nicht so durch. Und ich habe dann wirklich versucht, den Spielraum zu nutzen. Ich habe sanktioniert, das ist ja bekannt, aber ich habe es auch wieder aufgehoben. Weil einfach aus dem Grund, wir haben ein Sozialgesetzbuch 10, das sind die Amts- und Dienstvorschriften, die gelten für uns auch. Und demnach ist die Beweislast auf beiden Seiten, bei der Behörde als auch bei den Betroffenen, ganz wichtig. Wenn der Betroffene die Beweislast nicht bringen kann, müssen wir versuchen, die Beweislast zu bringen. Und nichts anderes habe ich getan. Ja, wenn mir dann ein junger Mensch sagte, naja, ich fühlte mich heute Morgen oder gestern nicht gut, wo ich dann sagte, ja, hast du eine Krankmeldung? Nein. Ich soll aber beim Arzt anrufen, eine Krankmeldung bestellen, dann, oder gehst du hin? Ja, ja, so. Und das, glaube ich, das ist ein bisschen der Unterschied, ja, dass ich nachgefragt habe, dass ich auch beim Arzt angerufen habe mit Zustimmung des Erwerbslosen in seinem Beisein, mit Schweigepflichtsanbindung, dass ich da jetzt also anrufen darf oder Zustimmung schriftlich. Und dann hat das auch funktioniert. Ja? Oder dass ich auch dem Arzt sagte, können Sie es vielleicht einfach zuschicken oder ich hole es ab. Und das Problem war ja immer mit den Ärzten diese 10 Euro Praxisgebühr. Ja, jetzt haben wir sie zum Glück nicht, das finde ich schon eine sehr, sehr gute Erleichterung. Die Menschen sind nicht mehr zum Arzt gegangen, weil sie die 10 Euro nicht hatten. Ja, oder nicht, auch nicht haben wollten, weil sie sagten, für 10 Euro esse ich 2 Tage. Die rechnen mit Essen. Ja, die rechnen, haben ja teilweise vorgerechnet, so und so viel Brote kriege ich dafür. Ja, manche haben ja auch die Anzahl der Zigarettenpackung vorgerechnet, ja, von mir aus. Ja, so, aber ich finde es erschreckend, wenn Menschen vor mir sitzen und sie fangen an, mir vorzurechnen. Ja, wenn sie das ausgeben, können sie sich das nicht leisten. So, und deswegen sage ich auch ganz klar, die Sanktionspraxis muss sofort abgeschafft werden, weil das macht den Menschen Angst. Die Menschen haben nicht unbedingt Angst vor der Geldkürzung, erstaunlicherweise, sondern vor der Strafe. Es ist für die eine Strafe. Ja? Und intern heißt es bei uns in den Unterlagen, es sind erzieherische Maßnahmen. Das steht da wirklich so drin. Ja, so, wo ich dann sage, so, selbst wenn ich zum Schluss einen Jungmenschen hatte, erziehe auch keinen Jungmenschen. Ich bin nicht die Mutter. Ich sitze hier im Amt von mir aus, ja, aber ich habe nicht die Kompetenz zu erziehen. Ja, also darf ich auch gar nicht. So, und das finde ich einfach von der Wortwahl schon sehr bezeichnend. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, ich stelle mich oben drauf. Ja, und ihr macht das, was ich sage, weil ich muss euch ja erziehen, ihr könnt es ja nicht. Ja, ihr seid ja noch unmündig. Bei erwachsenen Menschen, gerade bei den 40-, 50-Jährigen, finde ich es noch frecher. Ja, weil, die hatte ich ja auch schon, die konnten mir ja noch mit ihrer Berufserfahrung und Lebenserfahrung was vormachen. Ja, so, und was passiert, wenn die Menschen sanktioniert werden, also im Jugendbereich ist auffällig, auch das sagen auch die Statistiken, ich selbst habe es auch in Hamburg beobachtet, Hamburg ist natürlich dafür prädestiniert als Großstadt, die werden kriminell. Ja, also die jungen Menschen fangen an, Drogen zu verkaufen, selbst wenn sie gar selbst keine nehmen. Sie fangen an, Psychopharmaka zu verkaufen, sonstige Medikamente, sie fangen an zu klauen, sie schnurren. Sehr stark Hamburg-Mitte ist das vertreten, aber auch in meinem Stadtteil in Altona. Und das Schlimme ist, wenn die beim Schnurren erwischt werden, kriegen die auch noch Ärger, weil das Einkommen ist. Ja. Und ich habe da mal eine junge Dame gesehen aus meinem Jobcenter, die war nicht bei mir, die hat geschnurrt, wo ich sagte, lass dich ja nicht erwischen. Ja? Also da um die Ecke rum zwei Kollegen. Ja, vielleicht solltest du woanders hingehen. Ja, so, und sei ich unterpackt, das wäre immer gleich in deiner Hosentasche. So, und das finde ich ist skandalös, ja, dass junge Menschen wirklich in die Kriminalität abwandern. Und auf der anderen Seite, ich habe nur mal die Frage, das Verfassungsgericht hat doch das Existenzminimum gewährleistet, also ca. 700 Euro plus minus für eine Person.
Und wenn die jetzt schon gekürzt kriegen, die Sanktionen, und haben über 100 Euro weniger, manchmal auch noch viel weniger, dann müsste doch denen das vom Grundgesetz anerkannt werden, dass die irgendwoher Einkommen kriegen. Und wenn es gerade Betteln ist, das wäre ja gerade verfassungswidrig zu sagen, und ihr dürft jetzt nur nicht mal ein bisschen Geld erbitten, von mir aus 50 Euro im Monat. Das wäre ja gerade verfassungswidrig, auch wenn Sie das sagen oder die anderen, die machen sich ja damit eigentlich, ja, das Verfassungsbruch oder ja. Grundgesetzbruch. Also das Bundesverfassungsgericht argumentiert ja so, wenn die Menschen auf 0 Euro gekürzt sind, können sie ja die Sachleistung oder Geldersatzleistung anfordern. Also der sozusagen der klassische Lebensmittelgutschein. Die Höchstgrenze für eine Person sind 176 Euro. Und damit verhungern sie sozusagen nicht. Ja, und damit ist die Existenz gesichert. Weiterhin sagt das Bundesverfassungsgerichtsurteil auch, dass natürlich den Menschen soziale Hilfe geleistet wird, solange sie selbst bemüht sind, ihre Hilfebedürftigkeit auch zu verringern und der Gesellschaft, den Steuerzahlern wieder etwas zurückgeben. Ja, und das ist der Krux. Der Lebensmittelgutschein ist ein Teufelskreis. Sie müssen den im Grunde genommen annehmen, weil Sie sonst auch die Krankenversicherung verlieren im gleichen Moment. Und auf der anderen Seite bauen Sie damit Schulden auf, weil die Lebensmittelgutscheine ist nur ein Darlehen. Ja, und muss dann nach der Sanktion, nach den 3 Monaten, wieder mit 10% pro Familienmitglied oder man nennt das ja Bedarfsgemeinschaft, zurückbezahlt werden. Das bedeutet, rechnen Sie mal nur eine Person à 176 Euro, ja, dann kommen wir schon auf rund 500 Euro, die Menschen bauen Schulden auf, die sie gar nicht zurückzahlen können. Ja, da kommt die nächste Sanktion vielleicht und dann haben wir diesen wirklich Teufelskreislauf. Wenn die Menschen den Lebensmittelgutschein nicht annehmen, haben sie keine Krankenversicherung, das heißt, da bauen sie auch noch die Schulden auf. Ja, sie kommen ja erst dann wieder rein, wenn sie sozusagen ihre rückständigen Beiträge wieder bezahlt haben. Also ein wirklich in meinen Augen unmenschliches System. Die andere Seite des Gutscheins ist, wenn sie damit mal einkaufen gehen. Ich habe das durchprobiert, ich bin damit einkaufen gegangen, in einem Discounter. Man kann ja in der Regel nur beim Discounter einkaufen. Habe mich dort an die Kasse gestellt und habe mich nur noch geschämt, obwohl es ja gar nicht meiner war. Ja, so. Und ich hatte dann, ich glaube, Zigaretten da drauf. Und dann sagte die Kassiererin so ganz laut, ja, das geht aber nicht mit dem Lebensmittelgutschein. Ja, so. Und ich, ja, also fand ich sehr, sehr wirklich auch für mich beschämt. So, und ich habe dann die Sachen eingepackt. Ich hatte dann eine Protagonistin dabei, der gehörte der Lebensmittelgutschein. Und wir hatten vorher genau abgesprochen, was ich einkaufe, weil ich wollte das einfach, ich wollte es mal nachfühlen. Ja, wobei ich denke, dadurch, dass ich gar nicht selbst betroffen war, war das Gefühl zwar da, aber mit Sicherheit lang nicht so stark, wie wenn ich betroffen gewesen wäre. Ja, also denke ich, können wir das nochmal potenzieren. Ich wollte es nicht mehr, also ich habe mich wirklich geschämt dann und als Mensch zweiter respektive schon dritter Klasse gefühlt. Und mit den Lebensmittelgutscheinen, und das ist das, was ich auch öffentlich kritisiere, können Sie keine Medikamente kaufen. Wir haben viele Erwerbslose, die brauchen Medikamente, gehen Sie mal damit in eine Apotheke. Ja, die Apotheke nimmt es nicht an. So was machen die Menschen gar nicht. Ja, ich hatte mal einen, der war Diabetiker, der dann wirklich gefragt hat, können Sie mir das Geld leihen für das Insulin? Ja, und trotz, dass er befreit war, musste er irgendwie was zuzahlen. Also hat er mir auch bewiesen, ne, wo ich sagte, wieso, du bist noch befreit. Ja, und der war wirklich in Not. Ja, also auch, und damit sage ich, ist auch die Gesundheit der Menschen unwahrscheinlich gefährdet. Sie können auch nicht Bus fahren. Ja, um irgendwo hinzukommen. Sie können keine Bewerbung damit schreiben, Sie können keine Briefmarken kaufen. Und auf der anderen Seite fordert das Jobcenter das aber trotzdem weiter. Die Pflichten für den Erwerbslosen werden ja deswegen nicht weniger. Ja, also die müssen sich trotzdem bewerben, sie müssen trotzdem zu den Vorstellungsgesprächen nur wie hinkommen. Ja. Und da sage ich, passt es nicht mehr und das ist unmenschlich.
Das, wo ich auch sage, wieso wird es nicht weitergedacht? Ja, ist es gewollt? Wird es nicht verstanden oder ist es naiv? Inzwischen sage ich, es ist gewollt. Ja, auch der prekäre Arbeitsmarkt ist gewollt, deswegen spreche ich von gewollter Armut, ohne Fragezeichen. Weil mit dem prekären Arbeitsmarkt im Niedriglohnsektor können Sie vielleicht als Alleinstehende auf dem Land leben, wenn Sie eine Wohnung haben von 200-300 €, aber nicht in Hamburg und nicht, ich weiß nicht, wie in Kassel die Mieten sind. Aber sobald die Städte größer sind, geht es in der Regel schon nicht mehr. Ja, und das muss man einfach bedenken. Gewollt ist aber, dass wir da reinschieben, ja, reinzwängen, dann, damit eben die Quote stimmt, aber damit auch tatsächlich die Zeitarbeitsfirmen bedient werden. Ja, die größeren Zeitarbeitsfirmen haben einen Kooperationsvertrag mit der BA, sehr erschreckend, die kleineren nicht. So, und die fordern natürlich Personal, die fordern Bewerber. Ja, wenn sie keine Bewerber haben, dann greifen sie zum Trick, weil die Menschen kommen ja langsam zum Glück auf den Trick, dann bewerben sich dort eher nicht. Kommen sie auf den Trick und denken sich mal ein paar Stellenangebote aus. Gut klingende Stellenangebote. Ja, und stellen sie in das System, damit sich die Menschen bewerben. So, jetzt bewerben sich dort die Fachkräfte, die wir ja durchaus haben. Auch in den Jobcentern haben wir sie. Ja, und werden eingeladen zum Gespräch. Und im Gespräch sagt man, ja, die Stelle ist besetzt und die gibt es gar nicht. Manche sind ja noch so ehrlich. Ja, wir bieten ihnen eine Helferstelle an. So, wenn jetzt der Bewerber die Helferstelle nicht annimmt, kriegt das Jobcenter in der Regel eine Information darüber. Und dann wieder folgt die Sanktion, weil der Erwerbslose, ja, sich nicht bemüht hat, seine Hilfebedürftigkeit zu verringern sozusagen. Also er hat dann, wenn er eine Eingliederungsvereinbarung hat, der Vertrag zwischen Jobcenter und Erwerbslose, dagegen verstoßen. Ein großes Thema, was weiterhin natürlich in den Medien bleiben muss, ja, an dem werde ich immer dranbleiben, bis alles aufgedeckt ist und auch aufgedeckt, unbedingt aufgedeckt werden muss. Die Zeitarbeitsfirmen, die großen Zeitarbeitsfirmen haben einen sogenannten einen Online-Account. Das können Sie selbst nachprüfen, wenn Sie auf die Arbeitsagentur-Seite gehen. Ja, dort gehen Sie mal auf Arbeitgeber und dort finden Sie ein Symbol, wo Sie sich als Unternehmen anmelden können für einen eigenen Online-Account, um auf das interne System von uns zu kommen. Ja, und zwar auf die Bewerberdaten. Die sehen dann ihren Namen, halt das, was sie angegeben haben, ne? Als Adresse, Telefonnummer, E-Mail. Deswegen sage ich immer, geben Sie keine Telefonnummern an und auch keine E-Mail-Adresse. Und das ist nämlich genau das, dass die Erwerbslosen sagen, ich bekomme Arbeitsvorschlag aus Bayern, obwohl ich jetzt in Kassel wohne. Ja, wieso kriege ich einen aus Bayern? Das ist genau der Grund, weil diese Zeitarbeitsfirmen auf die Bewerberdaten zurückgreifen können. Ja, und dann stellt man fest, naja, da passt, auch von der Berufsbezeichnung, oder wenn nicht, dann machen wir es passend. Ja, also schicken wir mal den Vermittlungsvorschlag. Wir sehen das im System in der Regel parallel, diesen Vermittlungsvorschlag. Ja, das wird gleichzeitig gebucht. Wir gucken nicht in alle unserer Erwerbslosen rein. Das ist fast gar nicht möglich, weil wir im Schnitt 300 zu betreuen haben pro Mitarbeiter. Aber manchmal sehen wir, haben wir dann eine Wiedervorlage und dann sehen wir es. Ja, und deswegen haben wir dann in dem Moment die Berechtigung, wenn er die Stelle nicht angenommen hat, auch zu sanktionieren. Kann es sein, dass bei diesen Zeitarbeitsfirmen diese Referenznummer etwas anders aussieht als bei den üblichen Stellenangeboten? Stückweise, ja. Also sie fangen ja immer an mit 1 und dann, ich glaube, 4 oder 5 Mal die 0 und genau. Dann kommt eine. Und die sind irgendwie kürzer und anders als. Genau. Also da würde ich mal drauf achten, wie sieht die Referenznummer aus. Ja, dann wissen Sie, es ist so einer.
geplant ist, das ist auch schon am Laufen seit Juli, dass Klein- und Mittelunternehmen ebenso einen Online-Account bekommen. Ja, also die Mitarbeiter aus dem Arbeitgeberservice, die werden jetzt ausgeschickt, die Außendienstler, um die Daten der Firma aufzunehmen, um dem Unternehmen das schmackhaft zu machen, machen sie einen Online-Account, dann kommen sie auf ihre Fachkräfte. Ja, so, und also ich sag mal, der Bereich wird eher leider noch größer. Das ist ein Projekt, was offiziell gestartet wurde jetzt und die Mitarbeiter auch entsprechend geschult wurden. Was ich davon halte, weiß ich noch nicht. Ich werde mir das natürlich jetzt angucken, inwieweit die Unternehmen das jetzt auch so nutzen werden. Ja. Gut, also, was fordere ich noch? Mehr Personal. Wir sind unterbesetzt von Anfang an, schon immer gewesen. Die Frau von der Leyen, das finde ich immer so nett, die erzählt ja in den Medien immer, ja, die Arbeitsvermittler haben genau die Fallzahl 1 zu 126. Das ist die Zahl, die kam auf die Welt mit der Entstehung der Jobcenter und im Fallmanagement 1 zu 75. Das habe ich in den ganzen 8 Jahren noch nicht erlebt. Ich selbst hatte mal über 450 Fälle auch, aber der Schnitt liegt gut bei 300, ja, bundesweit. Also ich habe eine Kollegin, die hat in der Leistung 700 Fälle und eine hat 900 Fälle. Das liegt daran, wir haben einen sehr hohen Krankenstand in den Jobcentern. In Hamburg sind wir noch relativ niedrig, mit 12-13%. Nordrhein-Westfalen liegt bei über 20%. So, wir haben eine sehr hohe Fluktuation. Wir haben sehr viele befristete Mitarbeiter. In Nordrhein-Westfalen, auch das ist immer so mein Vorzeigebundesland, weil es da besonders krass ist, weil bis zu 50% der Mitarbeiter sind dort befristet. In Hamburg sind wir sehr, sehr gut. Da liegen wir unter 5%. Das muss man auch mal loben. Ist wunderbar, aber trotzdem zu wenig Personal. Das bedeutet, wenn die Kollegen krank sind, werden die Erwerbslosen auf uns mit aufgeteilt. Und das gibt natürlich ein Problem. Ja. Wir haben Quoten, zum Beispiel die Eingliederungsvereinbarungsquote, der Vertrag zwischen Jobcenter und Mitarbeiter, das liegt immer bei 96%. Die Quote müssen wir erfüllen. Das bedeutet, wir müssen mit 96% unserer Erwerbslosen diesen Vertrag abschließen. Wer die Quote nicht erfüllt, erscheint auf der Liste, ja, die so monatlich oder alle 2 Wochen erscheint. Das sind Riesen. Und da steht die Kundennummer drauf, der abgekürzte Vorname, der abgekürzte Nachname. Und dann kommen die Spalten, was, wo, wie fehlt. Also Sie als Mitarbeiter haben Kundennummern? Ja, klar. Deshalb kommt das auch mit den 1 zu 75 Kunden hin. Nämlich Ihre Vorgesetzten haben 75 von Ihnen Mitarbeiter. Lauter. Nee, das ist ein Fall jetzt weg. Schade. Leider nicht. Sehr zu einfach. Und dann haben wir diese Excel-Listen. An den Vor- und Nachnamen kann man mit Glück, wenn man alle seine Erwerbslosen im Kopf hat, erkennen, wer das ist. Ja, ansonsten müssen wir wirklich die Kundennummern, ich spreche jetzt mit der internen Sprache, ja, im System eingeben und gucken, ist das unser in Anführungszeichen, Kunde. Ja, das nimmt natürlich enorm viel Zeit weg. Was haben wir noch für eine Quote? Natürlich die Beratungsquote, ist klar. Ja, wir haben ein Kontaktdichte-Konzept. Das ist regional unterschiedlich, kann man nicht vereinheitlichen. Manche Jobcenter müssen die Arbeitslosen, die wirklich arbeitslos sind, die im Monat kommen, im Jugendbereich immer, im Erwachsenenbereich manchmal jeden Monat, manchmal alle 3 Monate, in manchen Regionen alle 6 Monate. Auch das müssen wir natürlich erreichen, dass wir die dementsprechend auch eingeladen haben. Jetzt die Frage, haben wir die Sanktionsquote? Nein. Die hatten wir bis Ende 2007. Das stimmt. Da wussten wir ja schon Anfang des Jahres, wie viel Prozent wir sanktionieren. Sehr, sehr bedenklich. Inzwischen wissen das die Teamleiter und die Standortleiter.
indem sie die Listen haben, wo die Kosten gesenkt werden müssen. Ja, ist klar, die Listen haben wir Mitarbeiter nicht. Wir bekommen auch da keine Zahl, aber wir bekommen den Druck von oben, indem die Teamleiter sagen, die Quoten sind nicht erfüllt, ja, oder was weiß ich, wie viel Prozent. Ja, das kann man dann in Quoten ausrechnen. Ich habe das auch getan. Und dann haut das auch tatsächlich hin mit den Aussagen. Gut, was wir jetzt haben, spreche ich immer von der indirekten Sanktionsquote. Ja, weil wir ja für unsere Teamleiter und Standortleiter die Zielquote nach der Zielvereinbarung erreichen müssen. Dann bekommen sie ja diese Leistungsprämie. Und die gibt es ja von Anfang an, diese Leistungsprämie, wenn die Zielquoten erreicht wurden. So, und das müssen wir natürlich dann als Mitarbeiter auch schaffen. Und hat auch durchaus Bestand für die Beurteilung nachher, ja, wenn man seine Quote erfüllt hat. Ganz wichtig. Diese Leistungsprämie, das ging ja jetzt auch nochmal durch die Medien, ist nicht der BA geschuldet, das muss man wissen. Das ist die Leistungsprämie nach dem Tarifvertrag öffentlichen Dienst, ja, Paragraph 15 aufwärts. Da ist sie mit integriert worden, als der BAT umgewandelt wurde. Ich sage, trotzdem gehört die Leistungsprämie aus dem öffentlichen Dienst komplett raus. Einfach aus dem Grund, wir sind ein Dienstleistungsbetrieb. Ja, und ich sehe es nicht ein, dass wir an den Erwerbslosen noch Geld verdienen. Ja, wir werden entsprechend bezahlt, aber nochmal einen Skiurlaub bezahlt zu bekommen, durch die Erwerbslosen indirekt, ja, das finde ich jetzt nicht mehr fair. Ja. Das ist bei mir nett. Aber ich glaube, meine Kollegen wollen das nicht so hören. Egal, ja, sage ich auch. Gut. Gut, wir haben also, ja, zur Eingliederungsvereinbarung noch ganz wichtig. Das fragen mich auch immer ganz viele Erwerbslose. Muss ich die unterschreiben, muss ich die nicht unterschreiben? Ich sage nein, unterschreiben Sie dieses Ding bitte nicht. Es ist ja an sich ein Vertrag, ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, eine zweiseitige Willenserklärung, so wenn ich jetzt eine Kuh kaufe. Ja? So, ich gucke mir die Kuh natürlich mal bildhaft dargestellt vorher an. Wenn ich mir die Eingliederungsvereinbarung ansehe, kann ich darüber kaum verhandeln. Ja, ich kann über jeden Vertrag verhandeln, aber nicht über die Eingliederungsvereinbarung. Und deswegen stellt es in meinen Augen keinen fairen Vertrag mehr dar. Wir haben fertige Textbausteine, die übrigens auch die interne Revision bemängelt hat. Das war schon Ende 2009, Anfang 2010. Ganz stark bemängelt hat diese Textbausteine, dass die gar nicht so geschrieben werden dürfen und trotzdem hauen wir sie rein. Also man bekommt ja gleich die Drohung der Sanktion mit, wenn man das nicht unterschreibt, wenn man seine Grundrechte nicht erfüllt. Deswegen sage ich trotzdem nicht unterschreiben. Wir müssen dann eine Eingliederungsvereinbarung nach dem Verwaltungsakt machen. So, worin besteht der Unterschied? Beim Verwaltungsakt unterschreibe nur ich als Jobcenter-Mitarbeiter. Aber der größte und der beste Unterschied ist, nur diese können Sie einklagen beim Sozialgericht. Ganz wichtig, weil das andere sind Sie ja mit einverstanden gewesen. Ja, und Sie brauchen die Möglichkeit wirklich zur Klage. Das ist das A und O. Ja, ein Jobcenter darf Sie nicht sanktionieren. Deswegen, dass damit gedroht wird, ist mir bekannt, dass immer gesagt wird, ja, zu 99% findet ja eine Beratung statt, ist mir auch bekannt, diese Sätze. Ich habe ja jetzt auch nochmal eine Umfrage gestartet, ob man beraten wird oder nicht im Internet. Bisher ist es so, dass ich glaube, 6% werden umfassend beraten, um die 40% ohne Rechtsfolgeberatung. Und ich glaube, um die 36%, die bekommen das einfach auf den Tisch gelegt. Ja, so, und ein paar wenige Prozent haben gar keine Eingliederungsvereinbarung.
Ja, und ein paar wenige Prozent bekommt ihr einfach per Post geschickt. Auch das darf man nicht, ja, weil man ja drüber verhandeln muss. Aber eben ganz wichtig ist die Klagemöglichkeit. Ja. Kann ja auch sein, dass der Mitarbeiter Fehler macht. Das passiert gar nicht so wenig. Ja, nicht mal, dass der Erwerbslose dagegen verstößt, sondern der Mitarbeiter. Als Beispiel, ich schicke Sie eine Qualifizierung, Sie schaffen die Qualifizierung nicht aus irgendeinem Grund und ich stelle Ihnen eine Rechnung, ja, wegen Regress. So, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Und in der Eingliederungsvereinbarung steht die falsche Summe von den Weiterbildungskosten. Dann ist es mein Fehler. Ja, wenn Sie keinen Verwaltungsakt haben, habe ich Recht und Sie immer Unrecht. Ja, und das ist das Problem. Ganz, ganz wichtig. Ja. Und wir Jobcenter-Mitarbeiter machen durchaus viele Fehler. Gerade bei den Sanktionen. Es gibt ja auch noch die versteckten Sanktionen. Also davon war ich lange betroffen, dass einfach mir bei dem nächsten Antrag die Heizkosten nicht gewährt wurden und ich dann so und so viel Geld weniger hatte. Und ich habe dagegen 2 Jahre lang Widersprüche geschrieben. Gut, also die indirekte Geldkürzung. Ja, indirekte Sanktionen habe ich auch so in Widersprüchen. Genau. Ja. Ich habe auch eine Verwaltungspraktikum, wenn ich ein bisschen lauter bitte. Lauter aufstehen. Nein. Ich habe sie auch per Verwaltungsakt bekommen, weil ich sie nicht unterschreiben wollte. Jetzt ist meine Frage dazu nur, der Verwaltungsakt bezieht sich ja darauf, dass ich trotzdem das tun muss, was mein Arbeitsvermittler mir halt vorsieht. Tue ich das halt, also so hat er mir das gesagt, tue ich das halt nicht, passiert ja genau das, was Sie gerade sagten. Genau, also die Sanktion reduziert es damit nicht. Die Sanktionsmöglichkeiten, die Rechte und die Pflichten bleiben dieselben. Ganz wichtig. Ja? Aber Sie können dann im Widerspruch sowieso gehen und dann eben klagen. Sonst müssen Sie es akzeptieren. Schwester einfach Roland. Also ich möchte ergänzen, was Sie sagen, ich bin Christian Braun, ich bin von der organisierten Witzenhäuser Erwerbsloseninitiative. Wir haben da sehr viel Erfahrung mit, von uns hat er noch nicht eine Eingliederungsvereinbarung bekommen aufgrund unseres Vortrages. Was Sie machen müssen ist, mit dem Widerspruch sofort die aufschiebende Wirkung beantragen. Sonst kann das Jobcenter, das Ihnen den Verwaltungsakt als Eingliederungsvereinbarung geschickt hat, sofort Rechte aus diesem Verwaltungsakt abweichen. Das müssen Sie verhindern, indem Sie die aufschiebende Wirkung beantragen. Und diesen Widerspruch, den reichen Sie dann gleichzeitig an, wenn Ihnen drohen der Sanktion als erhebliches Übel, das auf Sie zukommt, mit dem Sie nicht einverstanden sind, und versuchen, ein Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz nach § 86b StGB Sozialgerichtsgesetz beim Sozialgericht gleich anzumelden. Dann wird das Sozialgericht in diesem Verwaltungsakt stoppen. Anders kommt es aus der Bürger wahrscheinlich auch nicht mehr. Ist aber immer noch besser als zu unterschreiben, da gebe ich Frau Hallmann vollkommen recht, sowas unterschreibt man nicht. Sagen wir, wenn es ein Intelligenztest wird, wird das überhaupt keiner unterschreiben. Sie verzichten da auf sämtliche Rechte, die sie sonst hätten. Genau, beim Sozialgericht gibt es wohl auch ein paar Tricks so, dass man wirklich persönlich hingeht, dann geht es schneller. Oder per Fax schickt. Ja, gelagert. Per Fax, aber machen Sie einen qualifizierten Faxausdruck. Ja, Sendebericht. Weil da steht nämlich, genau, Sendebericht. Denn da steht nämlich das Datum drauf und die Uhrzeit. Genau. Weil das ist nämlich auch gerne, was passiert, es verschwinden Unterlagen. Ja. Wie im Jobcenter auch. Genau. Also selbst in meinem eigenen Haus sind Unterlagen verschwunden, ja. Obwohl ich ins Körbchen im Haus reingepackt habe, sind trotzdem ein Stockwerk nicht höher gekommen. Ja? Es gehen immer wieder mal auf erstaunliche Art und Weise Unterlagen verloren. Ich habe noch nicht herausgefunden, wieso, weshalb, warum. Also, was teilweise passiert, ist, dass Post abgeholt wird in den Jobcentern für andere Jobcenter und dann landet das trotzdem im falschen Jobcenter und dort liegt es dann bei irgendeinem Kollege, der das dann irgendwann mal sieht und denkt, das gehört mir ja gar nicht. Ja, und schickt es dann zurück oder schickt es eben nicht weiter oder zurück. Ja, und deswegen, das ist mit einem Grund, warum Unterlagen irgendwie nicht auch ankommen.
Ja. Im Übrigen muss man Ihnen mit Unterlagen persönlich abgeben, Eingangsstempel draufsetzen. Ich weiß, es tun viele Jobcenter leider nicht. Wird gerne verweigert. Es gibt auch ganz viele, warum man das überhaupt will. Ja. Ja. Dann also unbedingt immer einen Eingangsstempel drauf machen lassen. Ganz wichtig, ja. Auch mit dem ganz wichtig. Achten Sie, dass das Datum stimmt. Achten Sie unbedingt darauf. Ja, das sind ja so fertige Stempel, die nicht immer aktualisiert werden. Ja, und ja, eine Kopie sich geben lassen. Ja. Bitte? Eine Kopie sich geben lassen, ja. Und darauf den Eingangsstempel. Genau, oder schon eine Kopie mitbringen, wenn Sie wissen, der Jobcenter kopiert nicht. Ja, also inzwischen lege ich auch in Hamburg immer mehr die Zettel, wir kopieren nicht. Ja, obwohl an sich eine Behörde zu kopieren hat. Begründet wird es aber leider nicht. Zu wenig Personal. Gut. Also, wir waren noch beim Personal eben, mehr Personal und vor allem bessere Ausbildung. Wir sind kaum qualifiziert, das ist leider so. Wir werden geschult auf das Sozialgesetzbuch 2, insbesondere auf die Sanktionsregelung und wie schreibe ich eine rechtssichere Eingliederungsvereinbarung. Ja, da werden wir auch intensiv drauf geschult. Alles andere ist freiwillig, wie zum Beispiel Deeskalationstraining ist freiwillig. Gab es ja eine Zeit lang nach Neuss, dann war es wieder weniger. Jetzt gibt es wohl wieder mehr und wir können auch Kommunikationstraining machen, aber eben alles freiwillig und dann sind das aber immer nur so 2-3 Tage. Das reicht in meinen Augen nicht aus, um mit Menschen zu arbeiten. Auf andere Sozialgesetzbücher, die wir ja, die für uns auch Gültigkeit haben, Sozialgesetzbuch 1, das 12er, ja, Jugend- und Kinderhilfe auch noch, dann mit Wohngeld, solche Sachen, BAföG, wären wir überhaupt nicht geschult. Ja, und das ist das Problem. Natürlich sind wir auch keine Juristen, aber ich fordere trotzdem hier schon immer eine Schulung. Wir müssen uns das selbst aneignen in der Freizeit, was man von den Mitarbeitern jetzt auch nicht unbedingt verlangen kann. Ja, vor allen Dingen, wenn man sagt, man hat eh nicht so viel mit dem Recht zu tun, ja, also keine Affinität dorthin. Wer wird eingestellt? Inzwischen sehr viel verschiedenes Personal, weil wir kaum Personal bekommen. Viele Stellen sind Monate, zum Teil über ein Jahr vakant, weil wir nicht die Bewerber haben. Man hat, also in den Kommunen ist es auch so, dass sehr häufig ein Studium gefordert wird, was an sich von Anfang an immer auch gefordert wurde. Die BA hat es vor 4 Jahren aufgegeben. Und es reicht hier eine kaufmännische Ausbildung, aber eingestellt werden hauptsächlich Sozialpädagogen, dann manchmal Juristen, dann aber auch Kaufleute, sehr häufig Versicherungskaufleute. Das finde ich sehr aussagekräftig. Wir haben auch Bäcker, wir haben Metzger, ja, also wir haben alles so und ich sage durchaus, jeder kann quer einsteigen, aber nur, wenn er wirklich beweisen kann, er kann mit Menschen arbeiten, er kennt die Sozialgesetzbücher, ja, und er kann die auch miteinander verknüpfen und wird dann auch nochmal intern mehr als noch ein paar Tage geschult. Das Grundgesetz spielt bei uns ja keine Rolle. Das ist natürlich eine hohe Forderung, ist auch schwierig. Ja. Gut, was fordere ich noch? Solange wir diese Jobcenter noch haben, sie sind ja morgen nicht weg. Ja, also erstmal Abschaffung der Sanktionspraxis, damit dieser Druck, die Erpressbarkeit wegfällt. Und was gibt es aber für Alternativen? Ja, ich kann ja nicht immer nur schimpfen und schimpfen. So, wo ich sage, natürlich ganz klar für mich auch das bedingungslose Grundeinkommen. So, dann fallen die Jobcenter weg. Dann haben wir 30.000 Mitarbeiter, wahrscheinlich weniger. Die noch mehr Arbeitslose. Also insgesamt haben wir um 16.000 Jobcenter-Mitarbeiter, 40.000 bei den Agenturen und Regionaldirektionen und Zentrale verteilt.
So, aber warum das bedingungslose Grundeinkommen? In meinen Augen erstmal aus der menschlichen Sicht. Ja, wir haben einmal nicht genügend Arbeitsplätze, die haben wir nicht. Ja, da kann man sich drehen und wenden, wie man möchte. So, vor allen Dingen, die Arbeitsstunden gehen ja nicht runter. Ja, und ist ja auch nicht Ziel der Gewerkschaft, dass die Arbeitsstunden runtergehen, wie man in den 80er Jahren, erinnern Sie sich noch? Die IG Metall, 35-Stunden-Woche. Ja, so fand ich gut. Also müssen wir den Menschen zumindest mal so eine Situation geben, dass sie wirklich ohne Angst leben und vor allen Dingen mit Würde leben können. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich bin immer noch der Meinung, wenn wir ein Grundeinkommen haben, dass die Menschen durchaus kreativ werden. Wir werden Menschen haben, die sagen, okay, dann hänge ich mich von mir aus in die Hängematte. Ja, sollen sie tun, dürfen sie tun in meinen Augen. Ja, das heißt auch immer, die Harzer in Anführungszeichen wollen nicht arbeiten. Da spreche ich von höchstens 2%. Die haben wir, klar. Aber die haben wir schon immer gehabt. Die haben wir auch bei den Erwerbstätigen, die nicht arbeiten wollen, ja, die wir durchschleppen. Ja, also auch bei den bezahlten Hausarbeiten. Auch bei den, genau. Ja? Ja, und ich bin eben der Meinung, wir Menschen müssen diese Freiheit haben, um zu gucken, was kann ich jetzt wirklich meiner Berufung auch. Für mich hat immer etwas mit Berufung zu tun, machen. Ja? Mache ich mich selbstständig, entwickle ich neue Ideen, ja? Suche ich in Ruhe etwas, was meinen Qualifikationen und vor allen Dingen auch Fähigkeiten entspricht. Mein Bauchgefühl sagt, ja, das passt. Ja, weil das Bauchgefühl, sage ich immer, dürfen Sie nicht unterschätzen. Ja, und ich merke das ja in den Erwerbslosen, wenn man sie irgendwo reindrängt, die haben wir wieder, wir haben den Drehtüreneffekt. Ja, gerade bei der Zeitarbeit, weil die Menschen kommen und sagen, ich habe sie durchgehalten, ich habe Bauchschmerzen gekriegt, ich habe Kopfschmerzen gekriegt, ganz klassische psychosomatische Erscheinungen. Ja, und wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt 5 Stunden Schrauben sortieren, würde ich, glaube ich, auch irgendwann Bauchschmerzen bekommen. Ja, so, und das ist das, wo ich immer sage, Leute, hört auch ein bisschen mal auf euren Bauch. Ja. Und ich bin der Meinung, mit dem Grundeinkommen dürfen die Menschen das, vor allem, sie dürfen es einfach legal, ja, ohne in irgendeine Ecke gedrängt zu werden. Das finde ich ganz wichtig, ohne stigmatisiert zu werden. Ja, jeder, der ja jetzt nicht arbeitet, wird ja automatisch stigmatisiert. Ja, du bist nicht fleißig genug, deswegen kriegst du keinen Job. Ja, du bist zu alt, du bist über 45, ja, auch eine Stigmatisierung. Dann, du hast keine 5 Studiengänge, auch eine Stigmatisierung. Ja, und das passiert halt im Grundeinkommen überhaupt nicht. Auf der anderen Seite haben wir millionenfache ehrenamtliche Mitarbeiter irgendwo. Die brauchen wir, das stützt unsere Gesellschaft, ist einfach so. Und auch die, bin ich der Meinung, sollen entlohnt werden. Ja? Wir haben die Hausfrauen, ja? Kindererziehung ist in meinen Augen Arbeit. Ja, also, selbst wenn das Kind gut mitläuft, das ist Arbeit. Ja? Als Mutter ist man ja immer Seelsorger, man ist Taxifahrer, man ist Lehrer, man ist Krankenschwester, man ist Putzfrau. Ja? Man ist ja wirklich alles. Ja? Und man braucht ein gutes Zeitmanagement. So, und auch das, bin ich der Meinung, muss entlohnt werden. Genau. Lauter. Ja, Pflege der Familienangehörige, was ja in den Jobcentern nicht gerne gesehen wird, was wir aber anzuerkennen haben, ganz wichtig. Ja? Also das müssen wir anerkennen. Und trotzdem wird immer mal gesagt, ja, können Sie nicht jemand anders finden oder alles anders organisieren, dass Sie dann arbeiten gehen können oder zumindest Teilzeit arbeiten gehen können. Ja? Legen Sie mal einen demenzkranken Menschen. Da können Sie im Grunde noch nicht mal eine Stunde raus. Ja, so ist es einfach. Ja. Und das wirklich, ich sage, menschlich gewährleistet. Und wenn ich sehe, wie im Grunde genommen die Automatisierung weiterläuft, auch innerhalb der Jobcenter, ja, werden Stellen abgebaut, weil wir jetzt die elektronische Akte bekommen. Ja, das heißt, wir archivieren nicht mehr Papier, sondern elektronisch. Das ist ja ausgesourced worden. Das machen ja Drittanbieter, ja, und dementsprechend wurde auch schon Personal reduziert in dem Bereich.
Ja, und das ist ja nicht der einzige Bereich, der so bleiben wird. Ja, das müssen wir einfach wissen. Über die Finanzierung, ich bin kein Finanzexperte, das werde ich auch nicht, bin ich der Meinung, auch über die verschiedenen Modelle, die wir derzeit haben, die muss man nochmal alle zusammen irgendwie zusammenschmeißen sozusagen und wirklich Experten auch ran, um da auch nochmal zu gucken, wie und was. Ja, für mich ist es aber nicht nur eine Illusion, sondern auch eine Vision, die mit Sicherheit nicht auch nicht morgen stattfinden wird und auch nicht nächstes Jahr, die es aber lohnt, unbedingt weiter voranzutreiben. Ja, ich bin Anfang Oktober bis Mitte Oktober auch in Basel, dann beim PENI, dort bei der Initiative Grundeinkommen, weil ich eine Süddeutschlandreise mache und auch dort Vorträge mache. Da habe ich natürlich auch gesagt, gehe ich auch rüber nach Basel, auch in meine alte Heimat, ja, und treffe mich mit denen dort. Mal gucken, was macht die Schweizer Initiative. Dann, die werden ja jetzt am 4. Oktober, wollen sie jetzt die Initiative einreichen. Hat mir der, wie gesagt, ja, den habe ich letztes Wochenende in Berlin getroffen. Genau, und da habe ich nochmal mit ihm unterhalten. Gut, was gibt es noch für Alternativen? Die repressionsfreie Mindestsicherung wäre auch eine Möglichkeit, aber mindestens eben von 1.000 Euro. Mindestens in Großstädten noch ein bisschen mehr. Ja. Oder als allerletzte Alternative das alte System. Ja, Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe. Ja. Wobei wir hier die Sozialhilfe reformieren müssen unbedingt. Aber die Arbeitslosenhilfe, die hatte zumindest, war immer noch abhängig von dem, was man verdient hat. Ja, das Arbeitslosengeld 2 ist ja so, dass sie ja 20.000 Euro verdienen können vorher. Ja, und dann kommen sie in Hartz IV und kriegen trotzdem nur noch diese 382 Euro, unabhängig von dem, was sie vorher hatten. Ja, und das, ganz einfach gesagt, finde ich ungerecht. Da war die Arbeitslosenhilfe weitaus gerechter, auch wenn sie weniger war, ja, als das Arbeitslosengeld. Aber die Menschen standen nicht unter Druck. Es gab damals auch die Sanktionen in Form der Schwerpunkte. Ja, genau. Ja, es wurde das Vermögen wurde nicht angerechnet. Vor allen Dingen, es wurde nicht der Partner mit Zwangsreise genommen. Ja, das heißt, der Partner war ja auch noch unabhängig. Ja, ob verheiratet oder nicht. Ja, und das ist das, wo ich sage, damit konnte man wirklich noch eben überleben und auch noch leben. Ja, jetzt ist es ja ein Existenzkampf. Das kann es nicht mehr sein. Es wird einem ja quasi auch verboten, mit Menschen zusammenzuziehen, also sprich in irgendwelchen WGs, weil das dann gleich eine Bedarfsgemeinschaft ist und die dann mitveranstaltet werden. Das ist unterschiedlich. Eine WG, eine Wohngemeinschaft ist eine Haushaltsgemeinschaft. Ja? Darf nicht als Bedarfsgemeinschaft gesehen werden. Ja, man muss nur aufpassen, ich kenne solche Fälle, wo das dann trotzdem so gesehen wird. Ja, gerade wenn eine junge Dame oder ein junger Mann zum anderen Geschlecht als WG einzieht, dann heißt es gerne immer wieder mal, ja, sie sind ein Paar. Ja, wird das so unterstellt. Und dann müssen sie den Gegenbeweis bringen. Deswegen sage ich immer unbedingt, Untermietvertrag oder zwei einzelne Mietverträge, ja, getrennte Kühlschrankfächer, ja, die Zahnbürsten getrennt. Ja, also, weil es wird ja durch den Außendienst auch zum Teil sehr streng kontrolliert. Ja. Ja, und der Außendienst ist ja immer so nett und kündigt sich nicht an. Die stehen ja einfach vor der Tür. Ja, und dann haben sie den Fuß in der Tür so, und sagen, wenn sie sich einlassen, dann werden ihre Leistungen bewilligt. Ja, was übrigens nicht erlaubt ist. Ja, ganz, ganz wichtig ist, ja, man darf die Tür wieder zumachen. Ja, ich muss sie eher nicht einlassen. Darf ich nur mal in so einem Fall und im anderen Fall fragen, wenn dann doch Leistungen gekürzt werden, das ist doch eigentlich Nötigung, wenn sie auf keiner Rechtsgrundlage basieren. Und da kenne ich auch einen anderen Fall. Man schließt zwei Einwilligungsvereinbarungen ab, weil man gezwungen wird, die über den gleichen Zeitraum gelten. Ist im Gesetz gar nicht vorgesehen. Sie kennen ja den Sprachgebrauch, mit dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen soll eine Einwilligungsvereinbarung abgeschlossen werden. Nicht muss,
soll und eine. Wenn so Rechtsbeugung begangen wird, kann man dann die Strafanzeige beim Amtsgericht wegen Nötigung stellen oder irgendwas anderes oder Existenzgefährdung, dass man der Behörde damit auf die Schliche kommt, zumindest formell, unabhängig von dem, was das Gericht dann entscheidet. Weil das passiert, das ist ein Fakt, das passiert nicht nur dreimal oder zehnmal, das passiert bestimmt tausende Male. Genau, das passiert. Ich kenne solche Anzeige, ich kenne aber noch nicht keinen Fall, was durchgegangen ist, diese Anzeige, ja. Weil wir kein Verwaltungsrecht mehr haben in dem Sinne, sondern nur das Sozialrecht. Das ist ganz gut. Ich hätte gerne nochmal zu diesem Hausbesuch. Wird schwierig. Zu den Hausbesuchen würde ich gerne nochmal fragen. Also wenn das sind dann wahrscheinlich zwei Personen. Ja. Einmal männlich, einmal weiblich. Unterschiedlich. Unterschiedlich. Und wenn ich oder wer auch immer die jetzt nicht reinlasse, also mich dem Psychodruck jetzt nicht beuge, dann gehen die wieder weg. Wie geht es dann weiter? Unter welchen Bedingungen dürfen Sie dann doch irgendwann mal? Was passiert, bis Sie dann doch mal dürfen und zahlen und in Schränke gucken? Genau, in der Regel kriegen Sie dann einen Brief, ja, so kenne ich die Fälle, dann, aber im Grunde genommen dürfen Sie nicht. Mhm. Das ist wichtig. Ja, Sie brauchen niemanden reinlassen. Mhm. Aber wenn der Brief dann kommt, dann sage ich, nee, ich bin nicht da, ich vereinbare keinen Termin und weiter. Das kommt ja auch an, deshalb. Ja. Können die dann irgendwann mal mit Polizei ankommen? Habe ich auch schon. Also Sie müssen jetzt unterscheiden. Wir haben ja immer wieder Fälle, da beantragen die Menschen eine sogenannte Erstausstattung. Ja, also Teppichboden oder einen Schrank oder einen Tisch. Und dann guckt der Außendienst, ob sie es wirklich nicht haben. Dann würde ich sie auch reinlassen hier. Ja, ganz wichtig. Wenn die jetzt aber kommen ohne Anmeldung, aufgrund dessen, dass vermutet wird, dass sie in Lebensgemeinschaft mit jemandem leben, dann würde ich aber gegen angehen. Gut, und dann haben sie sich angemeldet nächstes Mal und dann sage ich trotzdem, okay, aber ich möchte keinen Besuch empfangen. Sie jedenfalls nicht. Ja, weil in der Regel reicht die Meldebestätigung auch aus. Ja, wie sind Sie gemeldet bei der, beim Einwohnermeldeamt? Ja, also ich darf Sie eigentlich behandeln wie die GEZ. Ne? Dann Sie mich an der Tür fragen, guten Tag, Herr Schneider. Und dann sage ich, guten Tag, wer sind Sie? Und dann muss er mir seinen Namen sagen, dann sage ich, zu wem wollen Sie? Dann sagen Sie zum Herrn Schneider. Meine ich, Herr Schneider ist nicht da. Also ich lasse mich nicht betölpeln und sage, ich muss ja keinen Personalausweis vorzeigen. Also der Außendienst muss auch einen Ausweis vorzeigen. Genau, aber ich nicht. Nein. Ich nicht. Wenn der sagt, guten Tag, Herr Schneider, ich kenne das ja von der GEZ, dann weiß ich, werde ich so tun, als wenn der Herr Schneider nicht da ist. Ich werde, Moment, ich gehe mal rein, gucke mal, ob der Herr Schneider da ist, sage ich dann. Und dann komme ich wieder an und sage, nee, Herr Schneider ist nicht da. Ich ende jetzt hier mal, Sie dürfen aber noch Fragen stellen oder auch Diskussion starten. Was ich nicht leisten kann, auch ich darf, ist Einzelfallberatung. Ja? Weil ich kenne den Fall, ja, muss auch immer dann wirklich die Unterlagen sehen und sonst was. Ja? Wenn Sie aber eine Frage haben, was man allgemein so ein bisschen stellen kann oder für alle interessant ist, formulieren, versuchen Sie es so ein bisschen formulieren. Was mich nochmal interessieren würde, es gibt ja mittlerweile zum Glück genug Beratungsstellen oder auch, nein, nicht genug, ich glaube genug, da können Sie noch ruhig mehr geben, aber es gibt auch, es gibt schon einige. Wie kann man denn, ne, so was Sie erzählen von den Sachbearbeitern, die sind ja genau dazwischen. Die Antragsteller kommen, haben einen Hals auf sich und der Chef kommt von oben und sagt, die Sanktionsquote reicht nicht. Leute, halt auf jeden Fall deinen Arbeitsvertrag. So sieht es ja aus, wenn du befristet beschäftigt bist. Welche Möglichkeiten gibt es denn, dass man diese Leute unterstützt, dass es eben nicht nur sie gibt, sondern dass man anderen Runden stärkt? Kann ich dann eine Pinnwand machen und hier, das ist der Sachbearbeiter des Monats, gewählt von den in Anführungsstrichen Kunden? Also was kann man da machen? Also ich bin selber in der Beratung tätig, ich kenne auch Sachbearbeiter, die stellen die Bescheide falsch aus. Wo ich dann halt gesagt habe, naja, ist ein bisschen schwierig bei einer Rechnungsprüfung, könnte das zurückgefordert werden. Ich habe dann angerufen bei der Sachbearbeiterin und die hat dann gesagt, ja, ich weiß Bescheid, das Telefonat hat nie stattgefunden. Solche Leute gibt es ja auch. Aber wie kann man die denn, was gibt es für Möglichkeiten, dass die nicht kaputt gemacht werden von außen bis zu? Ja, das ist ganz schwierig. Also ich habe ja Kollegen bundesweit, die mich unterstützen.
Das sind auch die, die man in den Medien sieht, gepixelt im Fernsehen oder anonym in den Berichten. Ja, auf die kann ich zurückgreifen, auf jeder Ebene. Das Problem ist, die haben Angst. Ja, die Mitarbeiter haben einfach Angst vor Mobbing, vor Bossing, vor nicht entfristet zu werden. Sie sehen es ja auch an meinem Fall, diese Pressemitteilung über mich, wo ich ja so diffamiert werde, war im Grunde genommen eine Warnung an meine Kollegen. Ja, so sehe ich das, dass es ganz klar hieß, wenn ihr euch so verhaltet, geht es euch so wie mit Frau Hannemann. Ja, ich habe sie ja noch nicht mal persönlich genommen. Ja, ich fand sie eher witzig so, und war die beste PR, die mir passieren konnte. Deswegen lasse ich sie auch gerne stehen. So, und wenn ich mit den Kollegen spreche, die haben einfach Angst, oder wenn sie mir schreiben. Ja, also ist ganz, ganz schwierig. Wir haben ja die Personalräte in den Jobcentern, in den Agenturen für Arbeit. Manche sind sehr aktiv und versuchen da zu unterstützen. Manche sind weniger aktiv, weil sie auch Angst haben als Personalrat. Wir haben die Treffen der Mitarbeiter bei Verdi. Da läuft aber nicht so viel, ist meine Erfahrung. Auf jeden Fall habe ich selbst noch keine Aktion erlebt, was darüber gemacht wird für die Mitarbeiter. Ja, außer vielleicht mal ein Schreiben, aber dann geht es eher darum um Lohnerhöhung, diese Tariferhöhung, wenn wir dann streiken sollen, was ja jedes Jahr ist. So, und ich habe es auch schon überlegt. Ja, also was man natürlich versuchen kann, ist sie unter den Schutz auch der vielleicht der Gewerkschaft zu stellen, von Verdi, auch die, die nicht in der Gewerkschaft sind, ja, wobei viele sind gewerkschaftlich orientiert, um sich dann mal an einen Tisch zu setzen. Wäre dann nicht noch was mit der Berufsgenossenschaft, wenn ich einfach mal denke, der Sachbearbeiter, er soll offiziell 121 Stellen haben, manchmal hat er bis zu 450. Da komme ich doch meiner Fürsorgepflicht gar nicht mehr. Ja, wir können das Arbeitsschutzgesetz nehmen. Ja, ja. Das wäre doch nochmal. Genau. Ja, das muss der Mitarbeiter dann aber initiieren, weil der Anzeige starten. Aber von außen interessiert es nicht. Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Es ist auch nicht gewollt, sage ich. Ja, kritische Mitarbeiter sind nicht unbedingt erwünscht, aber sehr abhängig vom Standortleiter. Ein Jobcenter fällt nicht neben dem Standortleiter. Das ist es einfach. Wenn ich einen menschlichen Standortleiter habe, kann ich ganz viel machen als Mitarbeiter. Ja, ich hatte zum Beispiel bis im Winter eine hochempathische Teamleiterin, die meine Arbeit mehr als 100% unterstützt hat, die versucht hat, im Team klarzumachen, die jungen Menschen brauchen eine zweite, eine dritte Chance, und ich durchkam. Wunderbar. Ja, danach kam jemand anders, wie umgedreht. Nichts war möglich. Ja. So, es gibt auch Standortleiter, die sagen, wir bewilligen gar keine Qualifizierung. Es gibt jetzt auch keine Bewerbungskosten. Ja, so, ich kenne Erwerbslose, die ziehen dann wirklich von einem Stadtteil zum anderen, weil es heißt, da ist das Jobcenter netter. Ja, so, ja, und das zeigt ja im Grunde genommen nur die Schwammigkeit der Sozialgesetze, also das Sozialgesetz, das ist zwei jetzt. Ja, das war überhaupt keine Regelung für der S. Und das macht die Mitarbeiter unsicher, aber es macht natürlich auch die Erwerbslosen unsicher. Ja, weil der eine Erwerbslose hört, wieso ich habe das bekommen, ist gar kein Problem. Der andere Erwerbslose hört aus dem anderen Jobcenter in der gleichen Stadt, bei mir wurde es abgelehnt. Ja, und keiner weiß den Grund. Wenn vielleicht einmal sagen würde, lauter. Ich sagte vorhin, dass eine WG eine Wohngemeinschaft und eine Haushaltsgemeinschaft hat. Wenn ich aber nicht verwandt oder nicht verschwägert mit meinem Mitbewohner bin, wie hängt das dann zusammen? Genau, dann ist es die Haushaltsgemeinschaft. Das heißt, jeder lebt für sich. Genau. Und nicht jeder steht für jeden ein. Jeder steht für jeden ein, ist die Bedarfsgemeinschaft, ja, wo dann alles zusammengezählt wird. Aber in der WG lebt ja jeder für sich. Und so muss es auch berechnen werden. Und wenn in dem Antrag trotzdem dennoch immer noch Haushaltsgemeinschaft vorgegeben steht, also ich nein, jetzt. Durchstreichen und revidieren. Worauf ich noch möchte, ich liebe ja, dass bei mir im Antrag halt steht, dass ich eine Wohngemeinschaft habe. Ja, genau. Ja, richtig. Ja. Haushaltsgemeinschaft ist, wenn man mit Angehörigen zusammen ist. Oder mit WG. Ja, das ist dann.
Genau. Also WG ist Wohngemeinschaft, ja. Haushaltsgemeinschaft mit Angehörigen und Lebensgemeinschaft mit einem Haushalt. Genau. Mir geht es bei mir nur darum, dass bei mir immer noch Haushaltsgemeinschaft steht. Kann ich das irgendwie einfordern, dass man, wenn man muss, in eine Wohngemeinschaft? Denn das ist ja eine Wohngemeinschaft. Auf dem Bescheiden steht nur Haushaltsgemeinschaft oder Bedarfsgemeinschaft. Ja, könnte sie dann schadenfrei Haushaltsgemeinschaft durchstreichen und Wohngemeinschaft handschriftlich hinzufügen. Kann sie das dann schadenfrei tun? Ja. Na also. Sie hat sich immer ganz lang schon gemeldet. Ja. Frage zur Eingliederungsvereinbarung. Sie haben vorhin gesagt, nicht unterschreiben. Und dann sagen die doch ganz klar, das ist eine Leistungsvereinbarung, dann werden die Leistungen gestrichen. Nein, dann muss der Mitarbeiter eine Eingliederungsvereinbarung in den Verwaltungsakt erstellen. Es bleibt ihm nichts anderes übrig. Ja, das ist das Wichtige. Was bedeutet das für den Betroffenen? Dass sie dann die Eingliederungsvereinbarung einklagen können, wenn sie mit etwas nicht einverstanden sind. Muss die Klage dann sofort erfolgen? Wir dürfen, wenn Sie die Eingliederungsvereinbarung nicht unterschreiben, die klassische, die beidseitige heißt es ja, ja, nicht sanktionieren und Sie auch nicht dazu zwingen. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist, Sie haben ganz am Anfang Ihres Vortrags gesagt, dass Sie ein Papier über die Sanktionspraxis kennen mit 130 Seiten. Ja. Jetzt bin ich ja durchaus neugierig, diese 130 Seiten mal zu lesen zu können. Das wäre meine erste Frage, wo finde ich die? Zweitens, könnte ein Interessenverband bei der BA, wenn es von denen ist, die Herausgabe, diese Veröffentlichung dieser dienstinternen Anweisungen erzwingen, erklagen. Und die zweite Frage, die belastet mich mehr, das ist die sogenannte E-Akte. Ich befürchte einiges an Undurchsichtigkeit. Wir haben jetzt schon Auseinandersetzungen vor Gerichten gehabt oder darüber gelesen, wenn ein Mitarbeiter eines Jobcenters sagt, wir haben keine E-Akte und tatsächlich werden aber Ausdrucke dem Gericht vorgelegt aus irgendwelchen Dateien, die der Leistungsempfänger nie im Leben gesehen hat, alle Vermerke und was weiß ich alles. Mit E-Akte ist ja was anderes gemeint. Offenbar, dass auch meine Briefe, wo ich nie zugestimmt habe, eingescannt und digitalisiert und dann frag mich nicht wegen zu lesen zu tun. Es unterbleibt, das ist eigentlich auch die Hauptfrage, es unterbleibt die rechtliche Belehrung, dass so vorgegangen wird. Die Frage wäre, würden Sie Menschen empfehlen, von selbst aus den Mitarbeitern im Jobcenter zu sagen, ich bin damit nicht einverstanden, dass meine an Sie abgesandte Briefe bei Ihnen durch eine dritte Firma eingescannt werden? Oder ist das ein Gegenmittel? Okay, also diese Papiere über die Sanktion finden Sie nicht im Netz und nicht öffentlich, ja, weil das ja sogenannte Weisungen und Arbeitshilfen sind, das muss die BA nicht veröffentlichen. Ja, sind ja keine Handlungs- und Geschäftsanweisungen. So sind sie eben nicht betitelt. Ja. Und deswegen sind sie nur intern, ja, die wir immer bekommen. Wenn Sie sie beantragen wollen, werden Sie mit Sicherheit sie nicht bekommen. Ja, Sie können es versuchen, dann, wir haben es auch schon, also ich habe sie, klar, aber wir haben Versuch gestartet über eine politische Partei, dann hat sie auch nicht bekommen. Stattdessen wollen wir sie beantworten, ja, in Form auch einer kleinen Frage. Betreffend der E-Akte, die Jobcenter haben sie noch nicht, das kommt, ja, das ist jetzt irgendwie nochmal verschoben worden, die Akte für Arbeit arbeitet damit bereits. Der Datenschutz des Ministeriums für Arbeit und Soziales hat ihm zugestimmt, sind keine Bedenken. Ja, und deswegen ist das so okay für die BA. Nicht für mich. Ja, klar. Ich würde aber trotzdem sagen, dann lieber die Papiere vor Ort abgeben in dem Moment, wenn das möglich ist. Ja, weil zum Beispiel eben auch
ärztliche Atteste eingescannt werden, Gutachten, wenn sie schicken. Ja. Man sagt zwar, die Mitarbeiter, die das dann machen, haben da keinen Zugriff drauf, das sehen sie nicht, aber man sagt es, wir haben auch kein MSA. Ja. Wie soll man das einscannen, wenn man nicht weiß, wo man es hinlegen muss auf dem Scanner? Wenn man es schief hinlegt. Ja, das macht anscheinend eine Maschine. Wo ist die Wirkung? Ja, ich kenne es mal ohne. Wir machen Pause, hören wir mal.